Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum letzten Messerundgang hier auf der ISH. Genau, es ist Endspurt und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Nachhaltigkeit. Den Anfang macht Hans Krohe und da gehen wir jetzt auch hin. So, liebe Zuschauer, ich bin jetzt bei Hans Krohe und neben mir steht der Steffen. Steffen, erstmal hallo. Hi, Vicky. Du und ich bin ja bei eurem absoluten Produkt-Highlight und zwar dem grünen Badezimmer und ich muss dir ehrlich sagen, von Anfang an dachte ich erstmal grünes Badezimmer, da denke ich an meine Großmutter, denn die hatte früher eins. Aber wenn ich hier gucke, hier ist ja gar nichts grün. Was hat es denn damit auf sich? Ja, grün ist die Farbe der Nachhaltigkeit und gleichzeitig auch unsere Logofarbe. Das heißt, seit 1968 treibt uns das zu neuen Innovationen. Und was wir hier sehen, ist wirklich eine radikale Reinterpretation des Bads. Das heißt, hier haben wir vor, 90% Wasser, CO2 und Energie zu sparen. Und indem wir einfach die physische Hygiene von der mentalen Hygiene trennen. Es ist mega. Zeig mir doch mal ein bisschen, was es damit genau auf sich hat. Ja, also wir sehen hier unsere Base, das ist die Plattform. Da geht es nur um die körperliche Hygiene. Das heißt, hier haben wir einen Waschtisch kombiniert mit Armaturen. Die Griffe sind weg. Das alles funktioniert bewegungslos. Das heißt, du gehst runter und dann geht der Sprühstrahl an. Das sind 0,4 Liter anstatt 5 Liter. Also 10-mal weniger Wasser, kaltes Wasser. Wenn du dann auf die linke Seite gehst, dann kommt warmes Wasser. Und wenn du auf die rechte Seite gehst, dann kommt kaltes Wasser. Wow. Also das ist auf jeden Fall echt krass, muss ich sagen. Vor allen Dingen, dass du dann so viel Wasser sparen kannst. Aber ich habe auch gerade gesehen, was hast du denn hier noch auf der Rückseite Schönes? Ja, also der Hauptwasserverbraucher im Bad ist immer die Dusche. Da gehen ja normalerweise 15 bis 18 Liter pro Minute durch. Bei der Dusche gehen nur 10 Liter insgesamt durch. Also schaut euch mal die Kopfbrause da oben an. Da sieht man so eine Lichtkugel und die symbolisiert 10 Liter. Das heißt, wenn du nachher drunter duschst, also wir machen jetzt die Dusche mal an. Hier kommt 1 Liter pro Minute raus, also entweder du duschst jetzt 10 Minuten unter diesem Strahl und es signalisiert dir, also je länger wir duschen, desto weniger wird das Licht und somit wirst du trainiert, du wirst genatscht, sagt man das auf Neudeutsch. Das heißt, nach 10 Minuten merkst du, okay, jetzt ist es vorbei und da wird man wirklich auch sauber. Und wenn man dann doch mal die Haare waschen will, haben wir nochmal einen Strahl, wir klicken einfach nochmal drauf und dann geht die Kopfbrause an und die läuft mit 2,5 Liter. Das ist ein super Duschgefühl drunter. Und man wird rein. Also es ist wirklich das Minimalste an Wasser, was man sich vorstellen kann an Energie. Das finde ich irre, dass du im Endeffekt dann so konditioniert wirst, dass du wirklich weniger Wasser verbrauchst. Ne? Also und Energie und CO2. Und es kostet noch weniger. Und das Krasse ist, das Wasser nutzen wir nachher ein zweites Mal. Also wenn wir die Dusche dann ausmachen, dann nutzen wir das Wasser in der Toilette. Also wir gehen jetzt rüber und dann geht die Toilette auf. Oh, it's like magic. So, und hier haben wir einen Sprühstrahl zuerst. Also Toilettenpapier ist nicht wirklich klimafreundlich, sondern es braucht brutal viel CO2 und virtuelles Wasser. Das heißt, die Reinigung erfolgt mit Frischwasser. Und wenn wir dann fertig sind, nutzen wir das Duschwasser ein zweites Mal und spülen die gesamte Toilette. Es ist, also ich muss dir echt sagen, das ist ja absolut innovativ. Der absolute Wahnsinn. Das ist ja wirklich euer größtes Produkt-Highlight. Ne? Das habt ihr ja sonst noch nirgends wirklich präsentiert. Ne? Ja, wir schauen ein bisschen in die Zukunft und möchten eigentlich inspirieren. Das heißt, alle anderen hier auch motivieren, sich Gedanken zu machen, wie kann man wirklich Nachhaltigkeit auch cool darstellen. Also es ist nicht nur Verzicht und Bieder und Jutebeutel, das Ding kann ziemlich fancy aussehen. Aber wir müssen noch auf eins aufpassen. Hier reduzieren wir so viel wie geht Wasser, CO2, Energie, aber wir müssen ja auch ein bisschen so unseren Kopf reinigen. Das heißt nicht nur von außen, sondern auch ein bisschen von innen. Wir nennen das Ganze mentale Hygiene. Und das machen wir auf der anderen Seite. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig beeindruckend aus hier mit den ganzen Farben. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, wir sind jetzt in der Sphere. Das heißt, im Badezimmer geht es ja nicht nur um die körperliche Reinigung, sondern auch um die mentale Hygiene. Und oft haben wir lange Duschen, warme Duschen oder eine Badewanne und das geht zulasten des Wasserverbrauchs, Energieverbrauchs, CO2-Verbrauchs und das Ganze kostet auch noch enorm viel Geld. Deswegen haben wir das hier total reinterpretiert. Yeah. Das heißt, dieser Erholungs-Entspannungseffekt wird snackbar. Wir haben hier warmer Wasserdampf mit ätherischen Ölen, wir haben Licht, wir haben Soundtherapie. Und das Ganze wird jetzt einfach snackbar. Du legst dich drunter, du ziehst die Kuppel runter und dann kannst du total entspannen. Weil du es gerade gesagt hast, entspannen, du, das bräuchte ich jetzt auch. Also ich würde sagen, ich lege mich mal drunter. Kriegen wir das hin? Auf jeden Fall. So, liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier am Stand von Burgbad und wir hatten bereits im Vorfeld die Chance, mit dem bei Burgbad bekannten Designer Patrick Frey über seine entwickelte Frey-Serie zu sprechen. Was es damit auf sich hat, das seht ihr jetzt. Also Frey ist für mich ein moderne, reduzierte und aber auch zugleich sehr dekorative Kollektion. Für mich ist es wichtig gewesen, dass Frey mit Kontrasten spielt. Und zwar einerseits eben mit den offenen und geschlossenen Räumen, andererseits aber auch mit
sehr organischen Formen und grafischen Elementen. Beides zusammen waren für mich sehr reizvoll und das sollte in dieser Kollektion mit einfließen. Ja, liebe Zuschauer, gestern waren wir noch mal am Schiebe-Eltron-Stand, denn da gab es eine BVB-Aktion. Und wer von den BVB-Spielern damit vor Ort war, das seht ihr jetzt. Jetzt bin ich wieder hier mit dem Henning und ja, Henning, sag doch mal, hier im Hintergrund geht ja schon so einiges ab. Was verbirgt sich denn jetzt hinter eurer Aktion? Naja, wir sind seit dieser Saison tatsächlich Premium-Sponsor und insbesondere auch Nachhaltigkeitssponsor vom BVB. Und diese Zusammenarbeit, die lebt. Also wir sind A, Bandenpartner, na klar, das ist gut, damit die Leute uns öfter ins Blickfeld kriegen. Aber wir wollen natürlich auch dem BVB helfen auf seinem Weg hin zu einer nachhaltigeren Zukunft. Die sind da schon ganz gut dabei, aber in Sachen Wärme und Energie noch nicht ganz so auf dem richtigen Weg. Und da helfen wir als Stiebel-Eltron. Und deswegen haben wir den BVB, insbesondere Carsten Kramer als Geschäftsführer, aber auch Kalle Riedler als eine der Legenden vom BVB und den Spieler Niklas Süle als kleinen Überraschungsgast eingeladen, uns hier auf der ISIHH zu besuchen und sich unsere Produkte anzugucken, im Speziellen natürlich über Wärmepumpen mit uns zu sprechen. Das hat super geklappt. Mega cool, ich sehe es auch schon im Hintergrund, ist noch viel, viel los. Ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Vielen, vielen Dank und ja, viel Spaß noch. Super, vielen Dank. Ja, hallo Yvonne, freut mich, dass wir heute hier sein dürfen. Wie geht's dir? Ja, wunderbar, nach dem dritten vollen Messetag, heute der vierte. Ja, so langsam gut erschöpft, aber froh. Man merkt. Ja. Nein, alles gut. Du sag mal, auf der diesjährigen ISH ist ja ein Schwerpunkt Sustainable Bathroom. Wie begegnet denn Kalde bei diesem Thema? Ja, das ist ja für uns fast aufgelegt, muss man sagen, denn die Firma beschäftigt sich seit über 100 Jahren mit nachhaltigen Materialien, nämlich Stahlemal, ist zu 100% zirkulär. Und wir haben ja auch einen Begriff dafür geprägt, der heißt Luxtainability oder Luxtainable Bathroom Solutions. Ist ein Terminus, der sich aus zwei Begriffen zusammensetzt, nämlich Luxus und Nachhaltigkeit, wobei Luxus steht für Premiumprodukte und die Nachhaltigkeit, klar, es muss zirkulär sein. Wir wollen den CO2-Fußabdruck weiter reduzieren im Laufe der nächsten Jahre. Und wir haben einige Aufgaben noch vor uns, aber ich glaube, vergleicht man es mit Wettbewerbsmaterialien, die in Bädern verbaut werden, dann ist es plastikfrei, es sind natürliche Materialien, 100% zirkulär und einmal im Kreislauf bleibt es im Kreislauf, das Material. Und nicht zu vergessen die lange Lebensdauer, ne, der Produkte, die locker 20, 30, 40 Jahre verbaut bleiben in Häusern und Gebäuden. Man sieht es ja auch total schön hier bei euch am Stand, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit mit inkludiert habt. Ne? Wenn ich mir das hier mal anschaue, super schön auch. Meine Frage ist jetzt auch, welche weiteren Themen gibt es denn bei euch noch? Ja, ich nehme dich einfach mal mit auf den Stand ein bisschen, dann können wir so einen Schwenk reinmachen. Wir haben eine, ja, der Stand ist voll, wie wir sehen. Wir haben natürlich ein ganz fantastisches Produkt mit der Oyo. Das ist eine Badewanne, die es in dieser Formgebung aus Stahlemal noch nie gegeben hat. Da sind wir besonders stolz drauf, weil es, was die Ingenieurskunst angeht, ganz, ganz großartig ist und fast nicht zu glauben, dass das möglich ist. Wir haben eine weitere Neuigkeit mit der Rinne. Also wir bieten eine Rinne für die Kunden, die ihre Böden durchfließen möchten. Und um das noch zu toppen, bieten wir noch eine Wärmerückgewinnungsrinne an. Das heißt, Duschwasser, Abwasser, das abfließt, erwärmt das kalte Frischwasser und insofern spart man dann auch noch Strom beim Duschen. Super, super cool auf jeden Fall. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch gutes Durchhaltevermögen. Wie lange bist du noch hier? Danke, Victoria. Ja, also bis Freitag. Es geht bis Freitag und es ist heute schon wieder so voll wie die letzten Tage und wir haben noch gut zu tun, glaube ich. Danke, Yvonne. Ganz viel Spaß noch. Danke. So, liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier am Stand von Wolf. Neben mir ist der Marco. Hallo, Marco. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Alles gut? Alles bestens. Ist sehr schön. Sag mal, vierter Messetag, wie ist es denn? Na, immer noch frisch, immer noch feurig, immer noch in Erwartung auf unsere Kunden und die Schulungen, die wir eben hier präsentieren wollen. Genau, Stichwort Schulung. Du bist ja unter anderem auch für die Umsetzung und Entwicklung der Schulungskonzepte zuständig. Wie gehst du denn daran? Naja, wir achten bei unseren Schulungen darauf, dass wir einfach die Praxisnähe aufrechterhalten, dass wir für unsere Kunden auf Augenhöhe unsere Geräte präsentieren, mit unseren Kunden zusammen die Wartung, die Planung, die Installation, die Inbetriebnahme, aber auch die Fehlersuche natürlich berücksichtigen und unsere Kunden dann vorbereiten für das, was sie quasi im wahren Leben erwartet.
Jetzt stehen wir neben dem Produkt-Highlight. Was kannst du mir denn dazu sagen? Ja, hier haben wir unsere CHA, unsere Champion-Wärmepumpe, wenn man so will. Und gerade hier auch an dem Gerät natürlich ganz wichtig, der Einbau des Gerätes, die Wartung auch wieder und eben auch natürlich die Fragen vom Endkunden, wie kann ich sie in ein Photovoltaiksystem oder anderweitig einbinden. All das erklären wir natürlich in unseren Schulungen. Super, Marco. Ja, dann danke dir und dann würde ich sagen, noch gutes Durchhaltevermögen und viel Spaß auf der Messe. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Bis dann. Ja, liebe Zuschauer, eben waren wir noch in Halle 12 bei Wolf. Jetzt haben wir uns rübergebiebt in die Halle 5.1, sind bei Judo. Neben mir ist Herr Weißer. Hallo, Herr Weißer. Herzlich willkommen. Wie geht's Ihnen? Ja, sehr, sehr gut. Wir haben eine tolle Messe, einen tollen Messeauftritt hier. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Messe. Es hat von Anfang an ein sehr gutes Publikum hier gegeben und ja, alles gut. Sehr schön. Wie fühlt es sich denn generell wieder an, nach 4 Jahren endlich mal wieder in Präsenz hier zu sein? Ja, ich denke, das ist auch zwingend notwendig gewesen und wir haben zu keinem Zeitpunkt die Messe in Frage gestellt. Ich glaube, es hat jedem so ein Stück weit Messe gefehlt. Einfach die Nähe zum Kunden, zu unserem gemeinsamen Installateur. Und genau das wollen wir, das brauchen wir für unsere Produkte, für die Marke Judo, um einfach wieder Präsenz zu zeigen und den Markt zu bearbeiten. Sie haben ja auch gerade die Produkte angesprochen. Hier gibt es ja auch ein Produkt-Highlight, wie ich mir sagen lassen habe. Wollen wir da mal hin? Ja, gerne. Es handelt sich um die iSoft Pro. Unser Flaggschiff sozusagen, das ist das Highlight schlechthin, das wir auf der Messe hier in den Vordergrund stellen. Mit einem wohl wirklich sehr, sehr guten Design, High-End-Produkt, viele technische Features. Super, super cool. Herr Weißer, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß, gutes Durchhaltevermögen für morgen. Ja, gerne. Also wir hoffen natürlich, dass der Besucherstrom auch morgen noch anhält und dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier bei Brötchen. Neben mir ist der Thorsten. Moin, Thorsten. Moin, Viktoria. Hallo. Wie geht's dir? Super. Sag mal, wie ist es denn für dich jetzt endlich mal wieder nach 4 Jahren hier im Präsenz auf der ISA in Frankfurt zu sein? Du kannst dich umschauen. Das macht einfach riesig Spaß. Wir sind eine Marke, wir sind dicht dran an den Kunden. Unser Motto ist ja auch einfach näher dran. Und der Stand ist voll vom Montag bis heute einschließlich. Und wir haben ganz tolle Gespräche. Und die Kunden freuen sich, uns mal wieder in den Arm nehmen zu dürfen. Und wir genießen es. Das glaube ich dir sofort. Und du hast es ja auch gerade gesagt, Motto näher dran. Sag mir mal, die Besucher, die zu euch kommen, mit welchen Themen kommen die denn? Wir haben die ganzen Schlagzeilen in den Zeitungen verfolgen können. 65% Regelung, das ist das Hauptthema hier bei uns auf dem Stand. Wärmepumpen selbstverständlich, die Kältemittel, der Service. Wie können wir das Fachhandwerk unterstützen? Unser Kundendienst ist hier mit vor Ort, um unsere Gesamtleistung den Fachhandwerkern anbieten zu können, vorstellen zu können und zeigen zu können. Also eine ganz tolle Geschichte. Und was kann man denn hier noch bestaunen? Was ist denn so euer Produkt-Highlight? Also mein persönliches Produkt, wir haben sehr viele Neuheiten hier mitgebracht. 2 neue Außeneinheiten, Monoblock-Wärmepumpen. Wir haben eine neue Gasbrennwertkessel-Serie. Also das ist ja schon, da haben sie uns schon angeschaut. Neuen Gasbrennwertkessel? Nein, der ist nicht tot, der ist da, aber der ist hybridfähig in allen Varianten. Und mein spezielles Highlight ist das Kit 65. Das ist unbedingt da hinten, wo auch die ganzen Leute stehen, ne? Ja, genau. Da sind Menschen Trauben. Das ist ein Messegespräch geworden. Kit 65 sagt schon das, was es ist. Es dient dazu, die 65%-Regel ab 1.1.24, wenn es denn kommen wird, auch einzuhalten. Bei jeder Sanierung einer Heizungsanlage im Bestand, auch für ältere Gebäude. Super cool. Danke, Thorsten, dir für die Einblicke. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß hier. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt rübergelaufen. Und zwar sind wir jetzt beim Mitsubishi Electric. Neben mir ist der Steffen. Steffen, wie geht's dir? Ja, Viktoria, super geht's mir heute hier. Weil ich da bin. Weil der 4. Messetag ist, weil es super läuft. Natürlich, weil du da bist. Das hört man gern. Du, sag mal, ihr habt ja jetzt 12.1, neue Halle und so. Sagen wir mal ehrlich, wie ist es denn hier so bei den Heizern? Ja, oben wird Luft dünn, ja. Wir sind in der oberen Etage. Da ist es heiß bei den Heizern. Da geht's rund. Ich sehe das schon. Ja, ja, ist ziemlich hot hier oben. Hast recht. Und was ist denn so die kurioseste Frage, die euch ja von Besuchern schon mal gestellt wurde? Ja gut, nach der Lieferzeit fragt zurzeit jeder. Das ist irgendwie schon kurios, mittlerweile nach Lieferzeiten zu fragen. Die kurioseste war, ich gestern hat einer gefragt, wie viele Wärmepumpen verkauft ihr pro Jahr? Oh, was hast du geantwortet? Alle. Immer richtig gut gekontert. Und wie ist es jetzt so für dich generell? Ich meine, nach 4 Jahren, erst mal wieder in Präsenz hier zu sein. Wie ist es so nach 4 Jahren? Kannst du noch? Ja, logisch. Na, Messe geht immer. Wir sind im Messetrott.
sind Sonntagabend hier angekommen, seid im Messetrott. Messetrott heißt Frühstück, herlaufen, Messe, Messeparty, zurücklaufen, schlafen, Frühstück, saufen. Messetrott. Ja, ja, ja. Saufen aber nicht hier. Ich wollte es gerade sagen, und heute Abend gehst du auch nochmal saufen? Ich gehe nicht saufen, ich werde heute Abend mit dem Kollegen Karl, der die Stimme kaputt hat, ein geflähtes Bierchen trinken. Mal gucken, wo die beste Party ist, wie immer halt. Aus einem macht zwei, ne? Das erste und das letzte. Schauen wir mal, ja, dann danke ich dir, Steffen, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß noch. Hat mich sehr gefreut. Und wir gehen jetzt weiter zu Remea. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt an unserem letzten Stand. Wir sind bei Remea und neben mir steht der Peter. Erstmal hallo, Peter. Hi, grüß dich, Vicky. Freust du dich, dass ich heute hier bin? Ja, sicher, auf jeden Fall. Sag mir doch mal, wie ist es denn für dich endlich mal wieder hier nach 4 Jahren in Präsenz auf einer geilen Messe? Super gut, ehrlich. Wir sind top zufrieden. Wir sind, ich sag mal, positiv überrannt worden, ja. Super tolle Stimmung, wir haben ganz, ganz tolle Kundenqualität, ja, also ganz, ganz breit gefächert. Der Fachhandwerker ist da, unsere VIP-Kunden sind da, es sind Planer da, Kontraktoren da, also alles ganz bunt gemischt, Energieversorger, wirklich toll, macht richtig Spaß. Das glaube ich dir sofort. Ja. Du, und wir stehen ja jetzt vor eurer Konzeptstudie. Genau. Was genau hat es damit auf sich? Ja, vielleicht ganz grob erklärt. Wir von Remea verstehen uns als Systemanbieter. Ja? Das heißt, wir wollen nicht immer nur ein Produkt geben, sondern wir wollen komplette Systeme erstellen. Ja? Und hier stehen wir vor unserer Studie. Das heißt, du kriegst ja ein fertig vorkonfektioniertes System. Das ist schon fertig verrohrt. Ja? Und wir sehen das hier im Hintergrund mit einer Wärmepumpe und einem Gasbrennwertkessel in den größeren Leistungsgrößen. Also das hier gibt es erst ab 50 kW aufwärts. Und da sieht man eine Luftwassermaschine mit einem Kältemittel R290 mit daneben einem Erdgaskessel, den ich aber auch schon ab 2024 umrüsten kann auf 100% Wasserstoff. Somit bin ich dann auch stark für die Zukunft dann auch schon gerüstet als Betreiber. Ja, genau, richtig. Und wenn ich dann die Wärmepumpe zum Beispiel aufs Dach stellen will, dann ist natürlich so ein Container geeignet dafür, aber genauso wie auch vorhers Gebäude, Nebensgebäude. Ja, ganz genau, relativ flexibel. Genau. Praktisch, flexibel und innovativ. So, also würde ich sagen, lohnt sich. So ist es. Genau. Du, Peter, ich danke dir. Ja. Und ich meine, heute ist ja erst der vorletzte Tag. Morgen geht es ja nochmal los. Geht ja. Heute Abend noch irgendwas? Wie jeden Abend geht immer irgendwas. Das klingt doch super. Wir haben immer super Stimmung mit den Kollegen zusammen abends. Kunden sind meistens nochmal lange bei uns. Wir hatten auch 2 Standpartys hier. Also ist immer gut. Auf Messe immer das Gleiche. Ja, ganz genau. Super. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Und ja, das war es jetzt mal von uns. Ja, liebe Zuschauer, auch der 4. Messetag neigt sich langsam dem Ende. Es waren wieder unfassbar viele Eindrücke, tolle Statements und Interviews. Ich habe mich sehr gefreut, aber keine Sorge, auch morgen sind wir noch vor Ort und werden weitere Stimmen einfangen, die Sie dann in unserer Montagssendung sehen können. Das war's soweit von mir. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Bis dahin.